Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen haben wir heute an unseren Schulen eine besondere Aktivität gesetzt. Die Sprachenausbildung ist bei uns eine wichtige Säule. Wir unterrichten neben Deutsch 5 Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch. Und wir wollten eben mit dieser Aktivität die Vielfalt und kulturelle Bedeutung der Sprachen bewusst machen. Die Schüler haben während der 3. und 4. Stunde den regulären Unterricht verlassen und haben sich in den Schulhof begeben. Auf dem Weg dorthin hat jeder einen Text in einer Fremdsprache erhalten. Unter der pantomimischen Anleitung der Theaterpädagogin Judith Moser wurden die einzelnen Sprachen vorgestellt. Das Ganze gipfelte dann in einem babylonischen Sprachengewirr. Die Butterbrot. Die kostbare Schmuck.